Hey, hallo, Karin ist hier und heute habe ich einen ganz besonderen Tipp für dich, denn es geht ums Kompliziertsein, ums Kompliziertmachen. Es geht darum, sich die Dinge wesentlich einfacher zu machen und sich selbst das Leben nicht allzu schwer zu nehmen. Ich hatte vorhin, beziehungsweise heute Vormittag, einen ganz tollen Call mit meiner Accountability-Partnerin und wir haben ein paar Dinge besprochen, wie wir unseren Call in Zukunft noch knackiger, noch produktiver, noch intensiver für uns gestalten können. Und da ist dann plötzlich was passiert, das ich als Muster von mir selber unglaublich kenne. Anstatt dass wir das Ding einfach packen, nehmen und tun, so wie wir eben sind, wir sind beide quirlig, sprudelig und packen die Dinge gerne an, haben wir begonnen, es unglaublich kompliziert zu machen. Wir haben begonnen, das ganze Thema aufzubröseln. Aha, dann machen wir als erstes das und als zweites das und als drittes wird das passieren und dann brauchen wir das, warte, das brauchen wir nur schriftlich. Bis einmal von mir so ein ganz klares Stopp kam. Und dieses Stopp galt eigentlich mehr mir selbst, weil mir in dem Moment klar wurde, dass nicht nur ich, sondern auch du vermutlich sehr oft die Dinge viel zu kompliziert machst. Es geht beispielsweise bei dir vielleicht darum, wie du deinen Marketingplan erstellst. Vielleicht geht es bei dir darum, wie du deine Quartalsplanung machst. Vielleicht geht es bei dir darum, wie du deinen Tagesablauf gestaltest, wie du tagtäglich mit den Dingen umgehst, die in deinem Business so passieren, die ja Tag ein, Tag aus auf uns einströmen. Und dabei neigen wir oftmals dazu, die Dinge wirklich super genau zu planen und durchzudenken und zu überlegen und ach, da brauchen wir das so und da brauchen wir das so und da brauchen wir dieses und da brauchen wir jenes. Wenn du auch nur so ein kleines bisschen tickst wie ich, nämlich dass du recht spontan bist, dass du sehr intuitiv bist, dass du ein tolles Bauchgefühl hast, dann wirst du drauf kommen, dass dich, je komplizierter der Ablauf von etwas ist, dich das vielleicht noch viel mehr blockiert, dass das etwas ist, das dir total viel Freiraum raubt, nämlich dann in deiner Kreativität. Deswegen, anstatt die Dinge super kompliziert zu machen, anstatt dass du losgehst und dich hier damit beschäftigst, die Dinge umständlich zu machen, 17 Mal zu durchdenken, und Best-Practice-Beispiele von anderen vielleicht suchst und überlegst, aha, warte mal, ich könnte doch erstmal recherchieren, wie man das denn am besten macht. Oder ich könnte doch erstmal überlegen, wie man das denn am besten macht. Oder warte mal, ich frage mal jemanden und erkundige mich mal, wie die denn das am besten machen. Stattdessen geh du einfach her und tu es. Learning by doing, werde zu deinem eigenen Best-Practice-Beispiel. Schau einfach an, was du gerade für dich machen möchtest, was du gerade für dich brauchst. Schau dir an, wie du für dich umso mehr ins Tun kommst, wie du die Dinge umsetzen kannst und halte dich in vielen Bereichen nicht zu sehr mit den Details auf. Wenn es, wie gesagt, um deinen Marketingplan geht, mach dir einen groben Plan, mach dir 3 Punkte rein und dann geh los. Denn du wirst nicht erfolgreich, weil du den Plan machst. Du wirst erfolgreich, weil du losgehst und weil du die Dinge umsetzt. Wenn es ums Verfolgen deiner monatlichen Ziele geht, dann mach auch das so einfach wie möglich. Du brauchst kein super kompliziertes Excel-Spreadsheet oder keine super komplizierten Auswertungen und Tabellen und automatischen Berechnungen. Wenn es ist, nimm dir einen Notizblock oder nimm dir ein Heft zur Hand, nimm dir eine Word-Datei oder eine ganz einfache Excel-Tabelle und schreib die Sachen einfach runter. Mach die Dinge einfach, aber mach sie. Und nachdem heute Montag ist und sich so ein Wochenanfang immer super dazu auch eignet, die Dinge anders zu machen von heute an, die Dinge anzupacken und ja, einfach loszulegen, ist das eben auch genau mein Tipp für diese Woche für dich. Schau dir an, was du unglaublich kompliziert machst bei dir gerade, wo du Dinge vor dir herschiebst, anstatt sie einfach umzusetzen, wo du dich mit Themen schon viel zu lange beschäftigst und überlegst, oh Gott, wie könnte ich das noch besser, noch besser, noch besser machen, damit ich dann endlich richtig durchstarten kann. Mach da jetzt echt einen Cut rein und geh jetzt diesbezüglich einfach los und sag, ja, okay, ich mach das jetzt. Ich setze es jetzt gerade um. Ich bin jetzt dabei, die Dinge zu machen und zu tun und vor allem in die Praxis
umzusetzen. Das ist wesentlich einfacher, als ewig lang drüber nachzudenken und dir zu überlegen, Gott, wie könnte ich das Ding denn machen? Vielleicht geht es dir so wie mir bei meinem heutigen Accountability Call, dass du währenddessen draufkommst, dass du die Dinge unglaublich kompliziert machst. Schau dir also an, was kannst du an deinen heutigen Dingen, die du noch tust, hier feststellen, dass du etwas verkompliziert machst. Welche Idee schiebst du schon immer wieder vor dir her, weil sie noch nicht rund ist und weil du noch nicht alle Puzzlesteine beisammen hast? Angeblich laut deinen eigenen Gehirnwindungen, laut deinen eigenen Gedanken. Geh hier einfach los und beginn das Ding zu machen. Ganz viele dieser Knoten, die wir im Kopf haben, lösen sich eben tatsächlich durchs Tun. Ja, und wenn du ebenso wie ich der Meinung bist, dass dein Erfolg eine bewusste Entscheidung ist, dann komm doch jetzt auf meine Webpage und trag dich für meinen Newsletter ein. Und wenn du Rocklead Succeed zu deinem Motto machen willst, dann werde jetzt Teil der Power Mädels Mastermind, dem Online-Treff für Unternehmerinnen, die es richtig krachen lassen und wo tatsächlich ein Champagner-Moment nach dem anderen gefeiert wird. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz fantastischen und großartigen Tag, wo auch immer du gerade bist. Und ja, vielleicht kannst du das eine oder andere heute ein klein wenig unkomplizierter machen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.